Schauen wir mal. Aber. Diesmal pulle ich die jetzt ein bisschen anders zusammen. Wir sind weit in der Unterzahl. Ich hoffe, der eine addet den jetzt nicht, der da noch seitlich steht. Nö, der chillt. Ja. Nicht, dass wir dich wieder so hochgebolstert haben. Aber ich sag mal, es ist vielleicht auch einfach das neue Meta, ne? Ich meine, wir haben den Key noch getimed. Ich hab grad recht oder so. Ein extra Boss, ja. Wollt ihr den dann oben quasi mit rein? Okay, was mit dem was jetzt los? Ja. Ich hab keine Ahnung. Mitkommen. Nee. Ah, jetzt ist er wieder. Hat er nicht so unendlich viel mehr Leben, der Mann? Ja, halbe AP können wir den machen und dann. Du kannst ihn ein bisschen die Treppe runterziehen, dass wir ihn ein bisschen runterkuppeln und dann so bei 60 oder 80 oder was nimmst du mit? Also nach dem ersten Kick nimmst du ihn mit hoch. Okay. Ich mach den ersten. Jo. Ja, jetzt nehme ich mit. Ich bleibe an ihm dran, mach den nächsten Kick. Ab. Echt ganz schön, wenn man nicht tot ist, kann man viel mehr Schaden machen, Xeni. Das habe ich jetzt gelernt. Ja, ich habe kein Int gebufft. Warte mal. Nee, stimmt, habe ich nicht. Was so ein Key-Level an Mob-Survivability ausmacht, ey. Es ist schon Wahnsinn, ne? Wie hart das irgendwie von. Kannst du den Mender rausnehmen diesmal vielleicht? Ja, lass es machen. Also, ihr nehmt es den ganz rechten raus, oder? Ja. Okay. Mach den ersten wieder. Jo, ich hab zwei. Ich glaube, die gehen ja auch exponentiell hoch, dass sie es nur rausbringen. Also von der Key-Höhe, das Life und den Damage. Ich hatte mir das mal angeschaut. Ich glaube, so die Steigerungsprozentualität, die bewegt sich so irgendwo bei so 19-24% pro einem Key auf dem anderen. Steigt das nicht nach oben immer weiter an? Also, dass das am Anfang das relativ wenig ist? Das kann auch sein, ja. Ich hab das, also, ne? Also so war es ursprünglich mal, aber ich mir das schon ewig nicht mehr angeguckt. Krieg ich den einen da jetzt noch? Okay. Stimmt. Clean. No? Ich muss näher ran. Niemand wird verschont! Ich weiß nicht, ob ich hier letztens einen Bug hatte oder ob das das wirklich so ist, aber da am Rand resettet halt instant der Boss, ne?
Also wenn du den teilweise da zu dem Vogel hinziehst und das ein bisschen zu weit draußen ist, dann resettet der halt. Das ist so ätzend. Wohin guckt denn der Vogel eigentlich? Also ich finde es ja super geil, aber der guckt ständig nach draußen, wo keiner von uns steht. Das haben wir richtig gut gemacht. What? Ach, come on. Mich mal kurz besser lassen, vielleicht? Ja. Moment. Wir haben einen Druidenbär. Ja, ich muss Wut so, poolen, Wut. Um zu retzen. Das ist so ätzend. Jetzt musst du mich retzen. Können wir nicht, witzig. Das ist das Problem, wenn ich die Wut raushole, dann kann ich nicht mehr Active Mitigation spammen. Oh, das ist ja Blizzard und so. Schaffen wir, glaube ich, nicht mit anderen und so, ne? Deswegen hasse ich es immer, wenn ich retzen muss, weil ja, ja, klar. Da 30 Wut ist halt viel. Maybe I can kite them or stuff. Ja, lass mal gucken, was wir hier mit dem Elementar noch machen können, aber das sehe ich auch eher schwierig gerade. Ich weiß nicht mal, warum Xeniago hat, ehrlich gesagt. Oh, ganz falsch richtig. Er hat eh, das steht noch. Na gut, wenn ihr ihn so lange halten könnt, bis er wieder hochfliegt, ne, dann geht's eventuell. Theoretisch müsste ich auch Agro haben, wenn das Erdele irgendwann mal stirbt. Theoretisch. Erdele tot. Ah, er fliegt hoch. Perfekt. Interessant. Das ist mal ein Dungeon Design, wo man gar keinen Tank braucht. Ich glaube, ich port mich mal raus. Was? Kannst du lesen? Bin ich nicht am Anfang? Nee. Ah, okay, passt. Ja gut, hier da am Anfang. Ja, ja, aber das passt ja, ich bin ganz am Anfang. Bei den Dungeons hier ist es teilweise ein bisschen komisch. Ja. Ich würde es auch immer noch schön finden, wenn Blizzard einfach so einen Marker auf die scheiß Minimap drauf tun würde. Wenn du jetzt stirbst, bleibst du hier. So, weißt du? Oh, Stunt. Okay. Ja, das wäre gut, wenn sie es marken würden, ne? Wenn du weg willst, dann... Nee, geht, ich hab Inka an, das dürfte eigentlich gehen. Jetzt stack ich halt dann ein bisschen hoch, ne? Vielleicht mache ich so in der Middle Range. Ich finde es so unnötig, dass ich als Tank so einen Haufen Wut zum Retzen brauche, weil meistens, wenn du halt retzen musst, ist irgendwas in Trouble und das ist wirklich 50% der Zeit rippe ich danach, wenn ich wen retze, weil ich dann halt einfach so ein Loch in der Rote hab. Ja, das ist halt auch echt Quatsch, so. Schlecht designt. Ja, so viel. Also ein bisschen Wut macht schon Sinn, aber so viel ist etwas unerklärlich für mich. Ja, wenn ich in die Normalgestalt switch, dann muss ich halt nur ein bisschen Mana zahlen, ne? Also das ist dann kein Problem, aber ich glaube, da hat der Boss auch was dagegen. Das ist halt auch einfach direkt Snack, ja. Ja. In Raids geht's manchmal, wenn Bosse so langsam zuhauen, dann kannst du zwischendrin. Niemals eine Statistik sind, wer von den meisten Wirbelwinden getroffen wurde. Die Welt, fuck you. Ich weiß gar nicht, wie viel Globals ich hier auf Dots verschwende. Ist halt auch nervig, die kannst du doch nicht anaggroen, dann cleaven die dir halt irgendwen weg, ne? Das ist halt nicht so nice, dass sie das immer noch nicht gefixt haben. Unvermeidliche nur hinaus.
Also sind Bären so Single-Target-Wut? Single-Target. Single-Target-Wut irgendwie? Starved? Single-Target, die neue WoW-Dating-Plattform. Naja, also ich krieg halt im AE schon mehr, ne? Ja, ist klar. Und ich merk's dann halt mit dem Legendary, wo ich halt auch spiele. Wenn ich halt viele Mobs um mich rum hab, krieg ich halt relativ gut mein Schild hoch mit Hauen. Und wenn ich halt Inka hab, dann bin ich. Wenn es viele Mobs sind, fast unsterblich, solange Inka läuft. Okay. Ganz nice. Ja, sind so 30 Sekunden. Weil du kannst ja halt dann Inka durchspammen und das, was du da Schaden machst, kriegst du halt das Schild. Das ist im PvP auch ganz praktisch, wenn dann Leute auf dich draufhauen und dann passiert gar nichts vom Leben. Vor allem auch mehrere. Solange die alle in Melee-Range sind und sich hitten lassen. Ja, Bärchen im PvP, das ist so, als ob du auf eine alte Dampflokomotive versuchst, mit einem Buttermesser einzuschlagen. Ja, aber sobald Inka ausläuft, ne, sieht's halt dann auch anders aus, ne? Ich habe dann noch zwar, klar, ein paar andere Heil-CDs und so, aber... Oh. Nee. Oh. Hat's nicht geklappt. Komisch. Ich habe das bisher viermal ausprobiert. Die ersten beiden Male waren nicht heute, hat's hundertprozentig funktioniert und heute nullprozentig. Hm. Ich mach wieder 4, ne? Kann noch das orientieren, ne? Ja. Der Dot, der haut echt rein. So, jetzt habe ich blöderweise kein Inka für die Gruppe. Jetzt sind wir einen Ticken schneller durch, glaube ich, als vorhin. Skirmisher ist halt Troll, Mann. Eigentlich sind diese Wirbel ja kein krass schwerer Affix, aber ich find's trotzdem übelst nervig. Ja. Ich weiß nicht, ich finde halt, dass die Hitboxen der Mobs in Shadowlands alle so mega klein sind gefühlt. Das macht die Wirbel eigentlich erst so richtig doof. Dass man halt einfach keinen Schaden mehr machen kann, wenn man halt wirklich mal dodgen möchte. Das ist so ein Trollmob da, oder was? Ja, ich laufe mal ein bisschen zurück, keine Ahnung, sonst adden wir die Viecher nur rein, oder? Die patrouillieren da irgendwo. Alter, wie... Come on. Ach, ja, das habe ich befürchtet. Naja, gut, ja. Das ist ein... Am besten den oder? Vielleicht jetzt nicht töten, oder? Sonst boosten wir hoch. Ich glaube, das geht so. Weiß nicht, ob das jetzt Zeitverlust ist oder nicht. Ich kick die mal weg. Ausgelaufen. Da ist der Franz. Doch schneller als gedacht. Ja, wenn man nicht den falschen Engel nimmt, geht das eigentlich. Okay. Ich find's manchmal ätzend, du klickst da 20 Mal auf den Engel drauf und irgendwie teilweise nimmt er mich einfach nicht mit. Ja. Das mit deinem Totem klappt anscheinend echt ganz gut. Irgendwas muss es gut sein. Ja. Ihr haltet euch für besonders talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen.
Jetzt muss ich leider mit dem ein bisschen laufen, dass mein Stack ausläuft. Mhm. Ja. Ich versuche die jetzt erstmal ein bisschen zu fokussen hier. Passt. Oh, sorry, Franz, ich habe dich nicht gesehen. Nee, voll mein Problem. Alles gut. Aber auch keinen hier. Oh. Okay. Aber jetzt dürften keine mehr spawnen. Meine Theorie stimmt. Wollen wir hier nicht den Dicken eigentlich mit dazu nehmen, zu denen? Aber ich glaube, du bowlst das dann bloß so, hoch, okay, oder? Okay. Also. Die Frage ist, können wir in einer anderen Gruppe den scheiß Dicken mit reinnehmen? Haben wir was an CDs? Ich denke. Ja, 2 von 3. Ja. Okay. Du kriegst dann erst nicht den 2. Okay. Oh, ich hab mitgekickt. Mal Gewohnheit. Ja, ich kick jetzt. Ab. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher hin. Kick den mal. Xeni, deiner jetzt. Ich kann nicht nochmal das spellen, leider. Ach du Scheiße, was war das denn? Ich bin außer Reichweite. Alter, die Wirbel. Mhm. Was hatte ich gerade umgehauen? Das habe ich mich auch gefragt. Ach, das ist dieser Effekt auf dem Boden gewesen, macht das sein? Ich glaube, das war dieser Hit, oder? Der nach vorne weggeht von dem Großen. Ja, ja, genau, einfach nur dieser Frontal. Ich weiß nicht, musste einer dran stehen oder stand ich einfach mit im Cone drin, wie so ein Dulli? Nee, den Frontal, den castet da quasi in die Richtung, wo der Tank steht oder wo der stand und dann castet er den und wenn er durch ist, dann hittet er da rein. Bin im letzten Moment noch rüber gelaufen, aber war ein bisschen tricky mit dem Ding, mit den ganzen Wirbeln auch noch. Ah ja, passiert. Ausnehmen? Können wir, müssen wir aber auch nicht. Oha, der ist ziemlich gebolstert hier, der Brett. Ja, das war optimal. Macht halt auch minimal random Schaden nebenbei. Ich bin geprockt. Yep. Wir müssen hier ziehen, was wir haben, sonst ist ja ganz schnell vorbei mit guter Laune. Na, ne. Uff. Hatte schon, aber da war. Da legt ihn ab einmal. Ja, ja. Melis. Ist immer der Praetor, der am Ende übrig bleibt. Weil der halt irgendwo aus dem Midi-Camp rausfliegt. Wenigstens kann man hier rein.
Sollte man am besten alle gleichzeitig rübernehmen. Was wir nicht vorhatten. Mhm. Triggern. Was würde ich nie tun. Was ich für ein Trinket habe? Warte, ich habe hier einmal... What? Ich habe da noch nicht doppelt drauf geklickt, der will mich doch trollen. Und ab los. Und dann habe ich noch so eins, was ich aktivieren kann, wo die ganze Gruppe so einen Buff kriegt. Das ist eher so ein Support-Ding. Ist ganz nice. Ist halt ein Witz. Hör das mal. Okay, auf geht's. Nimm ich mit. Ich glaube, wir müssen ja schon mal hochziehen, sonst verlieren wir zu viel vom Pride. Ja, oh, das passt schon. Ich muss näher ran. Hier werdet ihr sterben. Ihr könnt meine Geschwindigkeit nicht übertreffen. Erlebt wahren Glanz. Ihr könnt meine Geschwindigkeit nicht übertreffen. Eure Siegkraft ist euer Untergang. Oh. Hütet euch. Beobachte ich euren Untergang. Das ist aber so fucking unnötig. Ach, Schnelligkeit ist unübertroffen. Hütet eure Siegkraft euch. Ist euer Untergang. Ihr könnt meine Geschwindigkeit nicht. Kann der auch mal jemand anderen nehmen wie mich? Nee, es tut mir auch sehr leid. Aber einmal habe ich schon einen Heal gezündet. Für dich. Ja. War doch besser als vorhin. Ja gut, aber eine Stufe niedriger, ne? Naja, klar. Mal gucken. Ja, das müssten wir eigentlich noch schaffen. Von sind wir in 18er gelaufen, da ging es dann auch noch auf. Da hatten wir, glaube ich, auch noch so 14 Minuten über. War zwar am Ende nur relativ knapp, aber hat gepasst. Jetzt haben wir die gleiche Route nochmal gelaufen. Wobei, zwischendrin haben wir jetzt ein bisschen gefailt tatsächlich. Um nochmal auch auf das Trinket zurückzukommen. Wow, oh. Get it. Ich bin nicht in Fight. Soll ich einfach sterben? Das schaffe ich. Ja, jetzt. Okay. Du hast keinen Mindsus gemacht. Nee, ich war noch gar nicht da. Da war das schon geaddet. Setz dich mal. Oder so. Warte. Jetzt. Infight. Jetzt nicht mehr. Mal wieder den ersten Kick. Jo, zwei. Uff, das war aber ganz schön knapp jetzt. Ich glaube, die Gruppe ist deleted worden.
Aber ich habe auch kein CDs mehr. Alles in die reingeballert. Das ist lustig beim Boss, oder? Ja. Ich stealth gleich einzeln durch. Lauf. Ich hab diesen Necrolord dort, der auf Mobs überspringt und der war kurz vorm Auslaufen. Das ist mir ätzend. Ich weiß nicht, ob der im Stealth auch überspringt, aber das kann blöd laufen. Ja, ja, klar. Ich muss jetzt echt mal von den Necrolords weg, so langsam nervt's mich. Du kannst dann wieder das erste mit Cloak nehmen, oder? Ja. Yep. Okay, wunderbar. Saft! Ich hab wieder keine Einzige gekriegt, ich bin sauer. Und dafür hab ich alle gekriegt. Alle! Mhm. Okay. Oh. Man muss halt auf niemanden achten dann, nur auf dich selbst. Och, oh ja, das ist unangenehm. Nächsten müssen wir wieder zu Xeni legen, ne? Ja, ich glaube, die haben das gefixt tatsächlich, aber theoretisch können wir es nochmal versuchen. Ich glaube. Ach, da kommt der Wirbel jetzt. Bis... Ja! Noch nie jemanden gesehen, der sich so darüber freut, ne? So geil. Dieses schmackhafte Hocksch, wenn der Spell Reflect kickt. Mm. Magst du noch eine, Xeni? Was? Magst du noch eine? Immer. Und da hätte ich ja locker nochmal CDs ziehen können. Ich hasste diesen Boss. Der ist halt einfach. Keine Ahnung, Timer gilt für den nicht. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr sorgen, oder? Nee, der ist tot bis dahin. Ja, passt. Das, keine Ahnung. Dann sagte der Timer, jo, ich mache jetzt Imperial Ordnance. Und dann macht das halt nicht toll. Heb mir das extra auf, mein Shit. Ich bin da ein bisschen überlegen, ob ich zu Nightfee gehe, ja. Aber wahrscheinlich auch, ich bin mal überlegen, ob ich in Kyriana als nächstes gehe, wegen Arena, ne? Wegen Katze. Ich stehe total auf Random Boss Abilities. Super, oder? Mm, das mag ich sehr gerne. Vor allem, wenn mehrere Mobs Random Abilities haben und die sich dann noch doppel-random überlagern. Oh, dann decke ich mir die Finger nach. Und mit Finger meine ich das Arschloch. Und mit Lecken meine ich, es kotzt mich an. Oh. Wenn mein Heiler sagt, oh, dann krieg ich feuchte Finger. Was ist los, Xeni? Müssen wir irgendwas bereden? Ich kann vielleicht knapp vor dem Mob.
Ja. Hast du eigentlich einen Grund, dass du die da mal zurückziehst? Geh ein bisschen von den Wirbeln halt weg, ne? Ah. Also viel mehr von der Kante, dass du da nicht runtergekickt wirst wahrscheinlich. Ach so. Nee, also ich meine jetzt vom da, wo er steht, weißt du? Ist es da angenehmer für dich wegen der Sicht? Ja, weiß ich nicht, dann klieft er halt nicht so weit in das Ding rein, ne? Aber eigentlich ist es egal, wo du ihn tankst. Ich muss halt bloß immer schauen, dass ich von den Wirbeln wegkomme, dass ich halt von seinem Frontal ausweichen kann. Ja. Da müssen wir mal ein bisschen... Ich weiß nicht, wie das mit euren CDs ist, aber theoretisch kann ich sogar in der ersten Phase HT haben. Wie ihr wollt. Mir ist egal. Oder? Mhm. Ja, erste Phase wäre für mich tatsächlich besser. Ah! Uff. Das war das Zeug nochmal. Gut, dann ziehe ich hier auch keine Inker mehr. Dieser Flügel, Mann. Ach ja, ich konnte es ja schon mal. Ich glaube, ich sollte es eher lassen. Okay, ich ziehe den ja jetzt mal einen Ticken raus. Das nervt es langsam ein bisschen. Aber ich vertraue einfach Xeni, dass das dasselbe ist, wo ich stehe. Puh. Right. Hat sich fast den Boss gepult, ne? Naja, ist schon spät. Ja, so ein bisschen Spannung. Muss sein. Also, wegen dem 9 Meter nochmal. Ich sag mal, also grundsätzlich Aussagen, die mit ich sag mal so beginnen, sind ja schon mal immer Quatsch, aber ich sag mal so. Wenn das Fight ist, in den Boss reinziehen. Und das halt wirklich lange am Leben lassen, Xeni so richtig zum Schwitzen bringen. Dann haben wir das Pride, wenn wir das spät töten in Phase 2, wenn sie runterkommt. Was das ist, weiß ich noch nicht, aber es ist erstmal nur ein Konzept. Ja, und einfach mal eine reinhauen. Ja, ich denke nochmal über das Konzept nach. Ja. Es ist jetzt aber nicht Phase, dass wir das wirklich so machen, oder? Also langsam, wie das Ding gefallen ist, glaube ich, waren da einige Leute Freund von. Hatte, ja, bitte. Dieser Speer soll euer Herz durchbohren. Ach. Ach was? Der Boss, die Kuppel spawnt genau auf dem Boss drauf und er castet und ich kann nicht rausziehen. Hass auf den Boss. Hier rechts? Ich war links. Oh, das ist sehr schön. Sterbliche, nehmt meinen Speer. Bester Grip. Ich kann er erst in 12 Sekunden dispellen, tatsächlich. Dauert noch 1 Sekunde, 5 Sekunden. Also ist hier gleich vorbei, war belastend. Dieser Speer soll euer Herz durchbohren. Aber ich hab nichts gesehen. Huh. Ich werde euch.
euch niederstrecken! Frontal? Ich bin außer Reichweite. Ist noch nicht bereit. Geht gleich wieder hoch. Ich werde euch niederstrecken! Frontal, Frontal? Ich gebiete über den Speer der Archon! Ich bin außer Reichweite. Verschwindet von hier! Der Speer bringt sie mit ihm zu Fall! Hit. Ich stehe Spoiler in 3, 2, 1. Das ist zu weit entfernt. Wird hier am Ende auch noch ein bisschen spannend, ne? Oh fuck it. Steht da schon wieder in der Kuppel. Frontal? Ich bin außer Reichweite. Das ist immer so ätzend. Ich muss näher ran. Schau mal, wir haben wieder Inka. Die letzten paar K noch, um runter zu klopfen. Mal gucken, vielleicht kriege ich jetzt diesmal ein sinniges Item. Nende. Schauen wir mal, was da drin ist. Hätten wir wieder ein Renown gebraucht. Nix. Warte. Oh. Okay. Naja. Ich fühle mich vom Blizzard verarscht. Schon wieder ein Spice? Ich hab denselben Umhang. Was ist das Shit? Gut, wenn du den zwei, nicht brauchst, ne? Ich hab ihn gerade schon mal gekriegt, also jetzt brauche ich ihn bestimmt nicht mehr. Bist du aber busy. Ja, also ich hab wieder Handelblocken drin, warte. Wie oft wirst du denn angehandelt? Weiß ich nicht, da stellt irgend so ein Addon immer automatisch ein. Wenn ich mit meinem zweiten Account anhandle, habe ich das auch ständig das Problem. Oh nice, das habe ich noch für Transmog gebraucht, sehr schön. Hast du die Arme schien? Achso, nee, jetzt wegen dem Addon, ja, ich check's. Boah, belastend. Der ist halt sogar so ein Upgrade, ne, weil ich halt nur einen 207er Umhang hab.